So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factorio mit Monster, hey ho. Gut. Ich würde sagen, wir sind ja hier stehen geblieben in der letzten Folge. Das ist schon 2 Wochen her, das ist schon richtig lange her. Wir haben hier die zwei Erzförderer. Bei uns 2 Minuten. Ja, 2 Minuten, ich weiß. Aber wir müssen ja für die Zuschauer das erklären. Wir haben hier zwei elektrische Erzförderer gebaut, uns diese Stromerzeugungsmaschine erstellt. Hier Dampfmaschine, jetzt habe ich den Namen. Und ein Fließband mit Kohle gebaut. Ja, und ich würde sagen, diese Folge wollen wir noch ein bisschen Kupfer automatisieren und anfangen zu forschen. Eine Frage, was macht eigentlich ein Radar? Da deckt die Karte auf. Kostet aber Unmengen an Strom. Achso. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, kümmerst du dich um die Erzfördermaschine vom Kupfer und ich mache das Lab, okay? Okay. Dann werden wir uns ein bisschen um Eisen bekriegen, glaube ich. Nein, nein. Das Ach. war er hier eh. Zum Glück brauchen Fließbänder ja nur 3 Eisen. Pro Fließband. Ich brauche 36 Ist das Eisen und teurer 5, geworden? brauch 36 Eisen und 5 Kupfer. Ist das teurer geworden mit dem Eisen, was das Dinger brauchen? Wie man. Seit wir das letzte Mal gezockt haben? Eigentlich nicht. Irgendwie kommt mir das teurer vor. Resultat. So, war. So. Ich brauche mal. Hast du Eisen schon geholt? Ja. Da ist ein bisschen was drin. Ich habe gerade gesehen, ich brauche 36. Ich hab noch ein bisschen Kupfer hier, falls du ein bisschen was brauchst. Okay, wo soll ich denn eigentlich überhaupt das Eisen hinliefern? Bitte? Wo soll ich überhaupt das Eisen hinliefern? Nee, im Moment, nee, im Moment brauchst du noch nicht liefern. Du sollst Kupfer automatisieren, dass es da zumindest rausgefördert wird. Das ist der Okay. Plan. Kupfer automatisieren. Gut. Eisen und. Warte mal. Wir haben da keine Kohle mehr beim Kupfer. Dann kloppe ich erstmal per Hand ein bisschen Kohle. Mein Charakter baut jetzt. Das sieht man links unten, das dauert jetzt eine Weile. Ich würde sagen, ich kümmere mich dann danach um Verteidigungsmaßnahmen, also um Mauern. Ja. Und Geschütztürme. Turrets! Und Geschütztürme. Die muss ich ja erst erforschen. Ja, Also gut. da kümmere ich mich dann halt auch um die Forschung gut. So. So. Haben Jetzt. die eigentlich. Gibt es da eigentlich irgendwelche Entfernungsprobleme, wenn man Strom da über gewisse Entfernungen rüber sendet oder. Nein. Zum Glück Okay, nicht. gut. Das wäre nämlich echt problematisch. So. Ich guck mal, was war denn nochmal? Athewa-Forschung, gut. Wir haben uns viel zu nah an die andere Basis rangehauen. Gut, guck mal, was können wir denn hier? Du wolltest Militär, du wolltest einen Turret. Eisenrüstung. Was ist das? Spieler kann eine Schnellleiste benutzen. Nee, das möchte ich nicht. Was haben wir hier? Stahlverarbeitung, Steinwände. Ermöglicht Steinwand. Geschütztürme oder Steinwand? Machen wir mal Geschütztürme. 5 davon. So. Meine Forschung braucht Eisen für die Wissenschaft. Ich hole mal ein bisschen Eisen Warte hier. mal, wo waren das nochmal mit Erforschen auf welcher Taste? T. Steht rechts oben. T. Also hätte da Ah, schon. okay. Was ist denn Optik? Was kann man da machen? Lampen. Lasertechnik. Lampen. Benötigt für Lasertechnik. Um Gottes Willen. Oh, das kommt erst Na später. Aber gut. Lasertechnik ist cool. Kannst nämlich die Laser-Turrets machen. Ja, Raketensilo, what the fuck? So. Tragbare Laserabwehr? Ach du große Güte, was ist das denn? Ich holz meinerzeit den Wald hier ab. Ach, ich wollte auf E drücken. Ich komme mit dem Interface auch nicht so richtig klar. So. Zugnetzwerk, ach du große Züge braucht man Güte, dann was es hier später. alles gibt. Wenn du das Kupfer dann fertig hast, kannst du das ganze Eisen schnappen und dann das Eisen mal hochführen zu den Öfen. Also die Öfen würde ich dann Jo. noch ein bisschen besser platzieren, noch nicht dahin machen, aber da in die Nähe. Ich würde sagen,
Das Eisen auch direkt dahin in die Nähe? Nee, warte. Ich würde sagen, das Eisen führen wir nach rechts ab, dass hier nachhin die Eisen geschmolzen wird, also auf meiner Höhe hier. Guck mal. Mhm. Hier soll das Eisen geschmolzen werden. Und in die andere Richtung wird Kupfer geschmolzen hier oben. Okay, gut. Jetzt heißt es erstmal ordentlich Strommasten bauen. Ach du Scheiße. Ich hab noch 9. Brauchst du noch ein bisschen? Ja, ich könnte euch gebrauchen. Warte mal, ich komm runter, ich geb sie dir mal. So, ich hab jetzt noch 10. Da, an der Kiste. So. Kiste, warte. So. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden in das Spiel. Hä? Da ist nichts in der Kiste. Ach, du hast noch eine extra Kiste gesetzt. Ja. Papa, warum packst du das nicht einfach in die Kupferkiste? Weil ich noch eine Kiste übrig hatte. Das ist doch, das ist doch sinnreich. Okay. Das weißt du doch, das macht Sinn. Sinn macht. Hm. Okay, gut. Hm. So. So. Ich hab ein bisschen abgeholzt. Hm. Das erforscht noch. Ah, Geschütztürme sind gleich fertig. Dann kommen. Ja, da sind die Geschütztürme fertig. Warte mal, ich laufe mal auf der oberen Seite. Ich will nicht schon wieder. Ich bin jetzt erstmal gezeichnet. Die Viecher waren böse zu mir. So. So. Wenn du Holz brauchst, komm zu mir. Ich habe hier gerade fast den ganzen Wald abgeholzt. Okay. So, gut, dann stelle ich dich hier auf und dreh dich einmal. Achso, und ich sollte nicht da stehen, wo ich bauen will. So. Was? Warum kriege ich hier keinen Strom? Hä? Das Ding steht eigentlich im Strombereich. Weiß ich nicht. Achso, ich habe hier. Hast du ja vergessen? Zu weit auseinander, 2 Masten. Achso. Jetzt sollte das auch funktionieren. 4. Nein. Auf was ist, welcher Taste liegt das da? Drück übrigens mal die Alt-Taste. Alt, okay. Und jetzt wirst du sehen, also nämlich das erweiterte Interface, glaube ich, heißt das. Da kann man jetzt zum Beispiel sehen, was in Kisten drin ist und so weiter. Ah, okay, das ist cool. Beziehungsweise... Oh, in der Röhre ist Wasser drin. Ja, das ist wichtig. Später mal kann man nämlich damit auch Öl fördern. Deswegen. Ah, okay. Also das hat schon Sinn. Hm. Naja. So. Mehr Kupfer. Wie weit ist es erforschen? Siehst du rechts oben. Aha, okay. Steinwände. Die Turrets habe ich. Ich muss mal gucken. Da baue ich mal hier ein bisschen Munition. Was ist denn hier? Verteidigungstechnik. Eisenrüstung. Interessant. Naja, das kommt dann danach. Automatisierung kommt später. Logistik, Stahlverarbeitung. Ich möchte... Nee, ich möchte das hier haben. Habe ich da noch was drin? Habe ich natürlich nicht. Also brauchen wir so davon noch. Okay, gut. Steinwände haben wir. Na, noch nicht. Die muss ich ja noch bauen. Mhm. Ja, aber erforscht. Ja, ich mache mir gerade hier noch Platz, damit ich das dann hier schön setzen kann. Wo ist... In welchem Bereich sind denn dann eigentlich jetzt schon die Elektroöfen? Die kommen... Warte. Geh mal bei T. Die kommen... muss ich gucken, wo die waren. Ich merke mir das doch nie. Hochofen oder was? Ist das, wo ist denn das bei welchem? Fortgeschrittene Materialverarbeitung. Nee, der Lichtbogenofen, da weiter eins weiter. Fortgeschrittene Materialverarbeitung 2. Okay. Benötigt fortgeschrittene Elektronik und das da. Und da braucht man Stahlverarbeitung. Und fortgeschrittene Elektronik brauchen wir
Elektroden? Wenn du dann bitte die Öfen aufbaust, musst du gucken, für die Lichtbogenöfen brauchen wir immer drei Abstand. Die normalen Öfen sind alle 2x2 und die Lichtbogenöfen sind immer 3x3. Okay, gut. So. Also soll ich jetzt schon mal Kabel verlegen, oder was? Nee, Kabel brauchst du noch nicht verlegen, aber du kannst schon mal... Ich meine Fließbänder. Ja, genau. So. Also, warte mal, wie habe ich das immer gemacht? Ich habe mich hier hingestellt. Warte mal ganz kurz, hast du das Eisenerz noch da? Kannst du mal das Eisenerz in die Holzkiste hier legen? Jo, warte, so Taste drücken, da. Ich habe ganze zwei. War nicht mehr in der Kiste drin gewesen? Ah, nee, da ist ja noch die Kiste. In der Kiste sind doch ein bisschen was drin. Nur 218. Ja. So, warte. Ich will das auf die coole Art und Weise machen. Ich gucke sie mir dann gleich an. Ich stelle mich einfach immer auf die Gleise und... Ja, ja. Sie ist unten links. Oh, T. Was erforschen wir als nächstes? Ich würde sagen Automatisierung, oder? Nee, warte. Oder Logistik. Gucken, was ist ein billiger? Wir machen eine Automatisierung. Okay. Ach, ich drücke immer M statt E. Automatisierung. Habe ich schon. Mhm. Militär. Militär 2. Militär 3. Giftkapseln. Kampfschrotflinte. Naja. Panzerschrotpatronen. Naja. Panzerbrechende Schrotpatronen, nicht Panzerschrotpatronen. Das wäre irgendwie was zusammengemixtes. Panzer. Was gibt es alles in diesem Spiel? Hilfe. Es gibt jede Menge. So. Keine Fließbänder? Warte mal, ich sollte erstmal das Kupferfließband holen, denn Kupfer ist weiter weg. Also. Wie viele Eisenplatten habe ich denn? 33, wie viel brauche ich? 40, geil. Okay, gut, dann mach du da erstmal deine Eisenplatten und ich mach dann. So, jetzt haben wir sie. Jetzt baue ich mal einen Geschützturm. Hier stelle ich mal, wo sind die Aliens? Dann kann ich ja jetzt auch mal Eisen verwenden, das wir haben. Ah. Naja, tut mir leid. Aber unser Schutz ist sicherer. Wichtiger. Unser Schutz ist sicherer. Ja, jetzt ist ja unser Schutz auch sicherer. Aber das würde ich nicht sagen. So, jetzt haben wir hier einen Turret. Guck mal, wollen wir mal ausprobieren? Turret? Wo haben wir den? Da. Da. Oh Gott, das sind das viele. Oh, bin gestorben. Aber sie sind tot. Also, es hat was Positives. Ist ein rotes Ausrufezeichen. Ja, ich stelle mich neben den Turm. Weil wir angeschossen, angegriffen wurden. Ach du Gott, ist das denn so schwer zu sagen? Ja, meine Güte, was tust denn du? Guck mal, liegen da meine Sachen, ich glaube. Weiß nicht so. Wenn nicht. Ich glaube nicht, nee. Na, dann nicht. Meine Sachen lagen zumindest nicht nirgends rum. Na, dann nicht. Dann sind wir beide einmal gestorben, dann haben wir das auch hinter uns. Ja. Sehr gut. Sterben macht doch immer Spaß. Weißt du was? Soll ich nochmal welche anlocken? Nein. Ja, ich habe den Geschützturm jetzt gesehen. Gut. Der ist ein bisschen angegriffen, aber das ist kein Problem. Ich kümmere mich. Das könnte jetzt bloß problematisch werden, wenn ich hier, die Dinger verlege. Die was? Da unten. Ja, ich komme da als Begleitschutz. Ich erforsche als nächstes dann, hier noch ein Militär, wo wir dann hier ein Maschinengewehr haben. Das ist dann stärker. Und dann noch zum Schluss die Eisenbrustplatte. Okay. So. Hast du zufällig Kupfer im Inventar? Warte. Ich komme gerade angerutscht. Ich sehe es gerade. Sieht gut aus. Ich mag das. Warte. Nee, brauchst du nicht. Warte, ich nehme aus der Kiste. Nee, hab ich nicht. Ist noch genug. Ja. Nur 224. So. Na, wusch. Hm.
Und hier wieder. So. Zum Glück wird dieses Förderband überhaupt nicht lang. Das werden wir dann später durch Zuglinien ersetzen, alles. Also nicht alles, aber vieles. Wo jetzt große Massen durchtransportiert werden müssen, zum Beispiel hier das Eisen, das Kupfer und so weiter, das ersetzen wir, aber wo kleine Massen kommen, Verarbeitungssachen, da nehmen wir dann Fließbänder. Ich habe gerade voll das James Bond-Theme im Kopf. Keine Ahnung warum. Sehr gut. Okay. Warum steht hier einfach so eine Holzkiste rum? Da hatte ich dir vorhin die Dinger reingelegt. Achso. Die weiß schon. Die Dinger. Ach ja, sind doch gleich. Die Strommessen. Ah, okay. Du sagst dann einfach, wo ich das Ding langlegen soll. Was sage ich dir? Wo ich das Förderband dann weiter langlegen soll. Naja, wir wollen hier, wir gehen jetzt hier, guck mal zu mir. Wir gehen jetzt ungefähr hier über der Kohle, gehen wir jetzt hier so hoch und gehen dann hier rechts. Dann haben wir hier, und hier oben und unten sind Schmelzöfen. Und dann geht das hier zusammen und geht dann unterirdisch hier unten durch. Und das Gleiche machst du hier oben mit dem Eisen, hier. Und zum Schluss haben wir dann hier eine Linie Kupfer und eine Linie, Eisen und eine Linie Kohle, die hier unten lang gehen dann, nach rechts. Und hier rechts möchte ich dann die Produktionsstätte eröffnen. Da muss man halt gucken, da müssen wir erstmal die Aliens rechts ausrotten dann. Machen wir dann nächste Folge. Aliens ausrotten, das kann ja was werden. Ne, das können wir wirklich machen, weil ich erforsche ja gerade neues Militärzeug. Hier, die Eisenrüstung können wir schon bauen, kostet nur 40 Eisen. Okay, das ist ein bisschen viel. Ich setze mal, glaube ich, einen zweiten Ofen. Ach, ich habe keinen Stein. Ach ja. Wie die Bäume benannt wurden. Baum 1, Baum 2. Baum 4. Ich glaube, die waren aber noch nicht ganz so fertig. Tolle Baumnamen. So, jetzt kommen wir mal hier den Kopf mit. So. Wie nennst du deine Bäume? Na. Schreib es doch in die Kommentare. Geil, gute Zuschauerinteraktion. Muss ich schon sagen, hätte ich genauso gemacht. So. Ah, schön. Ach, scheiße. Ich brauche eine Eisenspitzhacke. Okay, du hast ein paar mehr Öfen. So, wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Aber so langsam könnten wir auch einmal hier oben die Öfen von hier oben automatisch mit Kohle beliefern lassen, oder? Ja, da müssen wir aber eigentlich nicht machen, weil wir später haben wir dann Fließband da. Noch, komm mal machen, mach mal. Dann machen wir nur eine Strecke Öfen, okay? Oben und unten. Eine Strecke Öfen oben und unten, ja. Na, vorher hatte ich ja gesagt gehabt, nee, nur oben, nicht unten. Okay. Habe ich gerade wieder oben und unten gesagt? Ach, egal. Ja. Ich meinte aber nur oben. Eine Strecke Öfen, oben und unten. Ja, Ruhe. So. So, dann gucken wir mal. Ich baue dir dann mal so eine Dings mit, so einer Patrone. Und ich baue dir auch ein Maschinengewehr, okay? So eine Eisenrüstung. Okay. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir Luftfahrt. Luftfahrt kommt ganz zum Schluss, das ist extrem schwer. Nee, wir brauchen Luftfahrt, das ist das Wichtigste. Das ist auch teuer. Was macht denn der intelligente Greifarm? Der ist intelligent. Nein, da kannst du einstellen. Achso, kann Gegenstände filtern. Da kannst du einstellen, was er nehmen soll und so weiter. Ein Maschinengewehr für dich. Logistik. Schneller Greifarm. Teilfließband. Was können wir denn mit Stahlträgern machen? Wie war denn das Durchschwitzen? Schwischen nochmal. Weißt du, wie das nochmal war? Nee, das will ich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Das Durchschwitzen? Was dann? Ja, unten bei den Waffen. Wie denn, wo denn? Ich hab keine Ahnung.
Im Inventar gehen und reinziehen? Keine Ahnung. Nee, du kannst ja hier unten durch, da durchgehen, die ganzen Waffen. Wie waren das? Welche Taste? Hast du gerade schon wieder mein ganzes Eisen geklaut? Was? Nein. Hä, wo ist mein ganzes Eisen hin? Psst. Also ich war es natürlich nicht. Nein, du würdest mir ja nie Eisen klauen. Aber warte mal, dafür kann ich dir hier ein schönes Accessoire hinlegen. Guck mal, die Holzkiste. Okay. Ja! Ein Gewehr ohne Munition. Wie war denn die Taste, Alter? Wie war denn das? Nee. Hast du dir schon Munition hergestellt? Nee. Ich habe noch gar keine Waffe, weil ich nicht genug Eisen habe. Achso. Ich möchte gerne die kosten Taste die? Wissen. Warte mal ganz kurz, ich guck mal, Factorio Switching Weapons. Personal Weapons. Ja. Q. Hatte ich gedrückt? Ach, ich hab noch gar keine Waffe drin, sind kann ich noch gar nicht switchen. Hab nämlich Q vorhin schon gedrückt und denk mir so, darum geht denn das nicht. So, gut. Soll ich mir jetzt direkt eine Eisenrüstung basteln? Ja. Okay. So, Eisenrüstung. Also im Moment ist es noch ein bisschen träge, aber das geht dann irgendwann noch richtig schön los. So. 30 Eisen, wie viel habe ich? 18. So. Wofür brauchen wir eigentlich diese Ziegelsteine? Für die Mauer. Ich baue eine Mauer. Ach so. Ja, ich weiß, niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten, aber pst. Ich baue eine Mauer. Ich werde eine Mauer errichten zwischen uns und den gefährlichen Aliens aus dem... Was ist denn das? Himmelsrichtung. Ja, warte mal, das klingt falsch mit der Aktuelle. Aus dem, Süden. Das klingt irgendwie falsch mit unserer aktuellen politischen Lage, aber egal. Die Aliens aus Himmelsrichtung. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich glaube, jemand denkt direkt daran, wenn ich das jetzt sage, aber egal. Ich habe das gerade nicht gesagt. Ich werde das dann rauspiepen und einfach Himmelsrichtung einsprechen. Oh, ich glaube, mein Geschützturm wird angegriffen. Er wurde angegriffen. Okay, gut. Zur Not schieße ich alles tot, was ankommt. Mit deinem Maschinengewehr, hast du genug Munition überhaupt? Ich habe drei mir so eine Dinger gemacht. Drei reichen nicht lange. Ja, aber... Der Geschützturm hat gerade für einen Alien zwei Munition verbraucht. Für einen? Na, für den, der gerade ankam. Ach du Scheiße. Komm, wir gehen mal rechts angreifen. Warte, wir sind schon in einer Folge rüber. Ich glaube, es ist fertig. Viel Spaß und danke fürs Zusehen und sharen, liken, teilen. Jo. Danke. Und heyo, ich meine ciao. Das war die geilste Moderation ever. Tschüss. Ja, ciao.